Hallo, hier ist wieder euer Dr. Zavi und herzlich willkommen zu einem Zavi-Exklusiv-Unboxing hier auf Andis Kinoblog und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ich habe heute eine Blu-ray-Neuveröffentlichung für euch. Es handelt sich hierbei um das Future Metal Pack von Carrie von 1976 und das möchte ich euch heute gerne unboxen. Vielleicht kennt der ein oder andere ja den Film Carrie bereits schon. Letztes Jahr kam ja Carrie neu raus als Remake und den Film habe ich mir natürlich auch angeguckt, war hellauf begeistert und natürlich als Nostalgiker sollte man auch den alten Carrie in seiner Sammlung haben. Jetzt hat ja UK ein Steelbook veröffentlicht bzw. ein Future Metal Pack. Wir haben ja jetzt in letzter Zeit so eine kleine Future Metal Pack oder Metal Pack Welle, die hier auf uns zugerauscht ist aus England, UK. Und ich habe mir dieses direkt gesichert als Vorbesteller, habe hier 9 € bezahlt für, insgesamt dann 12 mit Versand und allem drum und dran. Ich habe jetzt schon gesehen, das ist jetzt schon auf 25 €, man kann es halt noch bei Zavi und bei Amazon UK kaufen. Und das Tolle daran ist, dass wir hier auch eine absolut coole deutsche Tonspur haben. Der Film wurde komplett restauriert. Wir haben hier eine deutsche Tonspur. Was wir dafür eine haben, kann ich nicht genau sagen. Ich meine, wir haben hier, wo ich eben reingeguckt habe, habe ich gesehen, eine deutsche 2.0 Spur, die wir hier zur Verfügung haben. Aber es steht hinten leider nichts drauf. Ich habe mir den Film jetzt auch noch nicht so wirklich komplett angeguckt. Wie gesagt, das kam eben erst per Post. Und habe halt schon mal reingeguckt, Bild ist wirklich gut aufgearbeitet, natürlich in Full HD Qualität, muss man sagen. Und dieses Steelbook gefällt mir wirklich gut. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir natürlich hier wieder so eine typische 1/4 Pappbanderole darum, was dann natürlich mit dem Steelbook bzw. Metal Pack verschmilzt. Ich werde jetzt in dem weiteren Verlauf des Videos Steelbook sagen. Für mich ist das einfach ein Steelbook. Ob das jetzt Metal Pack oder Future Pack ist, ist mir egal. Wir bleiben jetzt hier bei dem Thema Steelbook. Ja, Carrie von 1976. Ein Jahr später wurde ich geboren. Könnt ihr jetzt ausrechnen, wer gut in Mathe ist, wie alt ich bin. Ist eigentlich ein Klassiker, allerdings muss ich dabei sagen, ich war nie wirklich ein großer Carrie-Fan gewesen von dem alten Film, obwohl der natürlich Kult ist und auch natürlich Geschmackssache. Ich habe mich jetzt hier deswegen dafür entschieden, weil mir das Steelbook wirklich gut gefallen hat und durch den neuen Film Carrie wollte ich natürlich auch den alten Film in meiner Sammlung haben. Werde mir den auf jeden Fall angucken, ich kenne ja Carrie, ist ja schon 1000 Mal im Fernsehen gelaufen und damals auch auf Videokassette. Hatte ich den Film auch mal. Auf DVD habe ich es dann nicht geschafft, mir zu holen, diesen guten Film. Aber er ist halt einfach ein Klassiker. Muss man einfach sagen, gehört auch in eine Sammlung rein. Ja, Carrie 2013 ist ein bisschen umstritten. Der eine mochte ihn, der andere mochte ihn nicht. Ist aber immer so neu oder ich sag mal alt gegen Remake oder Neuverfilmung. Ja. Ich finde beide Filme gut, obwohl mir der 2013er natürlich aufgrund der neuen Darsteller und der neuen Technik, der neuen Bildqualität und Special Effect Technik mir besser gefällt. Ich bin halt jemand, der auf CGI steht und auf neue Sachen. Und die alten Sachen sind in meinen Augen einfach ausgelutscht. Ich kann es halt nicht mehr wirklich sehen, diesen alten Kram. Kommt natürlich drauf an, ein paar Klassiker wie Indiana Jones und Star Wars natürlich geht immer. Aber so die ganz alten Filme, irgendwann ist mal gut. Ja, ich will aber jetzt den Film nicht bewerten und dem einen oder anderen auf die Füße treten, weil der Film, muss man ganz klar sagen, gehört mit zur Filmgeschichte und ist ein toller Film. Und das Coole an dem Steelbook, wir haben hier eine Komplettprägung, das ist wirklich geil. Ich drehe es jetzt einfach mal rum und dann mache ich den Pappschuber einfach mal weg. Also wie gesagt, der Schriftzug Carrie hier ist komplett geprägt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier durch das Licht. Ist es ein bisschen schwierig einzufangen, weil die Prägung klein eigentlich ist, aber es ist komplett geprägt, außer hier John Travolta und Sissy Spacek, wie die heißt, glaube ich, ist nicht geprägt, aber die Carrie an sich hier ist auch komplett geprägt, zeige ich euch gleich aber nochmal. Ja, hinten haben wir natürlich die ganz normalen technischen Daten stehen. Wir haben hier nur angegeben eine 5.1 DTS HD Mastered Audiospur.
Ich möchte jetzt gerade nochmal betonen, dass ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, was wir hier für eine Tonspur in Deutsch haben. Fakt ist aber, ich habe eben reingeguckt und es war ja auch bekannt bei einigen Foren, dass dieses Steelbook oder Metal Pack einfach eine deutsche Tonspur hat. Es hat tatsächlich eine deutsche Tonspur, deswegen habe ich es mir auch geholt. Und laut Angabe hier auf dem Rückflyer haben wir eine Lauflänge von 94 Minuten. Ich habe das eben über Kopfhörer gehört, über meine Anlage noch nicht. Sound war eigentlich sehr gut und klar. Natürlich dem Alter entsprechend von 1976. Ich sag mal wie die DVD oder Blu-ray Neuauflage von dem Weißen Hai, aber in der Originalsynchro. Also hier sind auch die Originalstimmen von John Travolta drauf und auch von damals komplett Originalsynchro. Kann man einfach so sagen. Wir haben natürlich auch ein bisschen Bonusmaterial mit hier drauf, was hier leider nicht angegeben ist. Aber das ist ja meistens so, dass bei den Zavi oder UK Steelbooks in der Ausführung meistens keine wirkliche Beschreibung drauf ist. Wie wir hier auch sehen können, haben wir den Pappflyer als Flammeninferno hier gehalten. Es sind jetzt keine Bilder exklusiv aus dem Film zu sehen, was normalerweise auch eigentlich so ist. Ist halt mal anders. Kleiner Text und das war's dann halt. Ja, ich mach's einfach mal weg. Mach mal den Flyer weg und ihr seht natürlich dann das komplette Bild. Und wie gesagt, die komplette Carry hier unten ist komplett geprägt. Ich finde, das sieht sehr geil aus. Hat leicht einen 3D-Effekt, wenn man es ein bisschen dreht. Ich finde es sehr cool. Mir macht es Spaß. Ja, wenn ihr hier schon sehen könnt, auf der Seite haben wir hier die Verarbeitung von dem Metal Pack. Das ist natürlich der Unterschied zu dem Steelbooks oder zu den normalen Steelbooks. Wir haben hier Scharniere, aber ich muss sagen, es ist jetzt das erste Metal Pack, was ich in der Hand halte, was wirklich sehr gut verarbeitet ist, auch einigermaßen Gewicht hat und gut rüberkommt, auch mit den Scharnieren hier. Mich stört es persönlich nicht. Es gibt aber auch leider Gegner von diesen Future Packs und Metal Packs, aber ich habe hiermit kein Problem und mir macht das nichts aus. Ich finde, wie gesagt, es ist wirklich cool. Hier hinten haben wir leider nur ein komplettes Flammeninferno. Haben wir jetzt, da hat man kein wirkliches außergewöhnliches Artwork genommen. Die Vorderseite ist wirklich top, die Hinterseite ist ja etwas mehr oder weniger lieblos gestaltet. Einfach nur so ein Flammeninferno und das war's. Hätte man anders lösen können. Ich mache es einmal kurz auf und ihr seht auch schon, dass wir hier diese Verbindungen haben. Die sind natürlich aus Kunststoff, ist aber, muss ich sagen, wirklich sehr gut und innen drin gut verarbeitet und hat auch einen schönen Hintergrund-Artwork. Ich finde es sehr gut, dass wir hier auch eine andere Disc drin haben, beziehungsweise eine Disc, die halt nicht oder die halt anders gestaltet ist wie das Cover und das Innen oder den Innendruck und so weiter und so fort. Was hier direkt auffällt ist, und deswegen habe ich eben etwas gestutzt, dass hier kein FSK-Logo zu sehen ist. Hat man hier drauf verzichtet, obwohl definitiv eine deutsche Tonspur mit enthalten ist. Finde ich sehr gut. Von hinten weiß, Carry in Blut geschrieben, gefällt mir gut. Also das muss ich echt sagen. Ich nehme es einmal raus und ihr seht hier natürlich auch eine Szene aus dem Film. Das ist die Szene, wo die Carry nach dem Ball nach Hause wieder geht und vor ihrem Haus stehen bleibt. Finde ich auch sehr cool gemacht. Und ja, alles in allem sage ich hier für das Future Pack, wie gesagt, ich habe 9 Euro bezahlt insgesamt. Zusammen, wie gesagt, um die 12 Euro wurde dann abgebucht bei mir. Von Zavi bestellt, gibt es natürlich auch bei Amazon UK. Und für das Geld kann man sich auf jeden Fall dieses wunderbare Metal Pack bzw. Future Steel kaufen. Und ich sage hier ganz klar, Daumen hoch, gute Verarbeitung, schönes Steelbook. Ein guter Film, muss man ganz klar sagen. Und ja, das war's von meinem Unboxing hier von Carry. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ein paar Kommentare da lassen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Euer Andi von Andis Kinoblog. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Ach, ihr seid noch da. Ja, schön, dass ihr noch dran geblieben seid und ich hoffe natürlich, euch hat mein Video Spaß gemacht und wenn ihr natürlich noch mehr sehen wollt von mir und meinen ganzen Unboxings, habt ihr natürlich die Möglichkeit, da unten auf dem gelben Knöpfchen ein kleines Abo dazulassen bzw. auf meinem Kanal. Weiterhin könnt ihr mich natürlich auch auf Facebook finden. Dort habe ich auch eine eigene Seite, Andis Kinoblog. Oder ihr stellt einfach eine Anfrage, auch in Facebook, in der Gruppe Filmfreunde Deutschland für alle Filmliebhaber. Ja, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing oder meinem nächsten Video. Und bleibt mir treu.
Ich sag ganz klar Daumen hoch hier von Andis Kinoblog. Wir sehen uns auf jeden Fall. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.